deutschen Nationalmannschaft heute in seinem Jubiläumsländerspiel zum 50. Male trägt Karl-Heinz Rummenigge das Nationaltrikot. Littbarski und Tor, das 1:0. Klaus Fischer, 24. Minute. Sehr schön noch einmal dieser Eckstoß von Littbarski, genau auf den Kopf des springenden Kölner Mittelstürmers. Keine Chance für Bento, der diesen Ball unterschätzte, nicht mehr herankam. Und Verteidiger Gabriel, der auf der Linie stand, konnte diesen Kopfball gezogen. Kals, kein Abseits. Rubesch, Tor! Rummenigge oder Eigentor? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Karl-Heinz Rummenigge oder war es Umberto, der Libero von Portugal und von Benfica Lissabon, der den Ball ins Tor brachte? Die Flanke von Rubesch. Ich glaube ein Eigentor. Ich glaube ein Eigentor von Umberto. Das 2:0 in der 26. Minute. Jordão. Oliveira. Und jetzt muss die Flanke kommen. Jawohl. Es deutete sich an, dass die Portugiesen dem Tor ein bisschen, dem Ehrentreffer ein bisschen näher kommen. Norton, der Schütze, eine Minute vor dem Seitenwechsel. Begünstigt durch Unsicherheiten in der deutschen Abwehr. Vielleicht können wir das gleich noch einmal sehen. Hier Oliveira, der zunächst Hans-Peter Brieglein, Bernd Förster aussteigen lässt. Genaue Flanke. Jordão musste das Tor schon machen, das dann aber Norton völlig ungehindert erzielen kann. 1:2 nur noch für die. Fischer, ein herrlicher Kopfstoß, das kann er, der Kölner, 3:0. Hier sehen wir es noch einmal. Vorarbeit von Dremmler auf den Kopf von Fischer, der am höchsten steigt und Bento im portugiesischen Tor versetzt. 3:0 für die deutsche Mannschaft, und soeben erfahren wir auch, dass Horst Rubesch ausscheiden.